Hey ihr Robonauten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Robocraft. Ich habe unseren Porno-Robo 2.9 mal noch ein klein wenig erweitert. Zwar habe ich hier nochmal 4 Prismas gekauft, um diese Türme denn hier ein bisschen glatter zu machen. Das sieht auch schon wieder ein bisschen windschnittiger aus. Etwas aerodynamischer, wie man in der Fachsprache sagt. Und ich würde mal sagen, in den letzten beiden Folgen, da hatten wir ja ziemlich viel gebaut. Deswegen werden wir in dieser Folge einfach mal ziemlich viel kämpfen gehen. Ich bin auch einfach mal scheißemäßig gespannt, wie das Teil sich jetzt so auf den Schlachtfeld machen wird. Der erste Kampf lief ja schon sehr, sehr gut. So, gehen wir mal direkt rein. 5709 Robots ready. Haben auch sofort ein Spiel gefunden. Das liebe ich einfach mal in diesem Game. Man muss absolut gar nicht lange warten. Außer wenn man gerade mal einen Disconnect hat oder sowas. Dann kann es natürlich etwas länger dauern. So, wir befinden uns jetzt wieder auf so einer Mars-Map. Gott sei Dank. Ich hasse diese Eiswelten. Das dämliche Eis geht mir so auf den Sack, weil ich da übelst drauf rumrutsche. Pfui, Eis. Das ist wieder eine Realität. Ich hasse doch mit meinem Auto Schnee zu fahren oder so. Es geht mir einfach nur voll auf den Sack, ey. Keine Ahnung. So, jetzt geht das Game hier dann auch los. Ich werde jetzt mal versuchen, mich hier meiner Truppe anzuschließen. Hier vorne haben wir ein etwas breiteres Moped mit Plasmagranaten bewaffnet. Sieht ein bisschen scheiße aus. Was ist das hier? Das Raumschiff Enterprise im Mini-Format oder was? Ist ja geil, ey. Absolut geniale Idee. So, gucken wir mal. Sehen wir ein paar Gegner. Oh ja, da kommt der erste schon vorgerollt. Den versuchen wir gleich mal etwas zu snipern. Ich glaube, einen Treffer konnte ich auch. Der Ring, der nächste kommt hier um die Ecke gefahren. Der kriegt es jetzt auch mal leicht besorgt hier von meinen SMGs. Ich halte da mal schön rein. Wunderbar, auf 63% ist er runter. Den habe ich mal so richtig schön geklaut, den Kill jetzt gerade. Ärgerlich natürlich für den Typen, der ihn angeschossen hat. Schön für mich. Jetzt kommt hier der nächste auf uns zugefahren. Verschwindet allerdings wieder. Ich muss auch vorsichtig sein. Da hinten ist noch ein Plasma-Panzer. Nicht, dass ich mal in den sein Visier reinrutsche. So, jetzt mache ich mal ein bisschen Kamikaze hier. Ich habe ja auch eine fette Rüstung. Von daher denke ich mal, kann ich es mir erlauben. Schaff's jedenfalls. Wunderbar. Ein Kill. In seinen Plasmaschüsse ging daneben. Ich schieße jetzt mal auf seinen Plasma-Tower. Hoffe, dass er nicht zurückfeuern kann. Super. 2 Kills für uns. Jetzt muss ich mich hier wieder verstecken. Ich habe gerade auch eine Regan gesehen, die man in den Arsch schießen wollte. Da oben steht der Wichser. So, ich versuche jetzt einfach mal hier rechts. Oh, hier haben wir dann schon wieder einen neuen Gegner. Die Schilder habe ich immer schnell abgeschossen. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass ich da bin. Der kriegt es einfach nur kräftig besorgt. Super Sache. 4 Kills. Scheiße. Jetzt ist gerade eine Regan hinter mir her. Schnell hinter den Steinen hier. Die Hunde, die stehen da oben. Ich hoffe, die erwischen uns nicht so schnell. Jetzt versuche ich mal hier aus dem Stein raus, den Typen hier vorne zu snipen, dass ich ein paar Plasma ganz abbauen kann. Oh, oh, jetzt kriege ich es hier doch von Lasern irgendwoher besorgt. Ich mache jetzt hier auch mal eine schöne Kamikaze auf den Plasma. Oh, ich hoffe, er sieht mich nicht. Oh, ich hoffe, er hat mich gesehen. 86% konnte er mich runterschießen. Das ist noch erträglich. Super Sache. Das war der nächste Kill. Dann ich fahre jetzt mal vor auf die nächste Deckung hier und sehe da oben den Satelliten. Das ist der schwule Sniper-Satellit, der die ganze Zeit schon rumsnipert. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt da runterfangen. Ah, er kommt ins Strauchen, er kommt ins Strauchen. Super Ding, da ist er denn auch weg. Ich habe es schon aufgehört zu zählen, ich weiß gar nicht, wie viele Kills ich derzeit habe. Ich glaube, 4 oder 5 müssten es jetzt sein. Ich sehe es leider immer nicht, weil die scheiß Frepsa mir oben links alles verdecken tut. So, jetzt fahre ich hier einfach mal direkt rum und versuche dann mal von hinten auf die gegnerische Basis einzugreifen. Einzufallen wäre das richtige Wort gewesen, ganz genau, einzufallen. Ja, schleichen wir uns doch mal hier durch den Canyon durch. Jetzt hier vorne komme ich mal rausgeschissen. Am Himmel scheint nichts zu sein. Sieht ganz gut frei raus, aus. So, da schwebt einer von uns. So, schönes Ding. Jetzt sind wir auf der Basis drauf. Die Punkte laufen für uns. Es scheint hier auch wirklich kein einziger Gegner zu sein. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die Runde werden wir gewinnen. Also, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt 2 Runden mit unserem Porno-Robo hier gespielt und bis jetzt ist das Ding einfach mal scheiße effektiv. Meine Fresse, ich freue mich schon auf die 3.0-Version, wenn der richtig fertig ist. 2.9, also sozusagen die Beta des Porno-Robos 3.0, die rockt schon ohne Ende. Da hebt sich schon mal leicht der Tisch an unter meinem Sitz. Joa, passieren tut jetzt hier irgendwie nichts. Auch auf unserer Minimap kann ich absolut gar keinen Gegner erkennen. Ich stehe hier einfach mal so einsam und übernehme jetzt die Basis. Hm, ein bisschen langweilig. Oh, was soll's. Das wird in dem Fall jede Menge Punkte drin geben. Diese Runde war so richtig, richtig gut für uns. Glaubt mir, die war so richtig, richtig gut. Das ist jetzt der 3. Scout-Punkt. Den 4. holen wir uns auch noch mit ein bisschen Glück. Ist das jetzt ein Gegner? Das ist ein Gegner. Scheiße, es gibt nochmal Action. Der Hund, der hat auch Plasma ganz. Muss ich das wohl mal ein bisschen näher anfahren. Aber ich glaube, also wenn er mir meine Kanone nicht runterrotzen kann, dann hat er keine Chance gegen mich. Ich muss bloß zusehen, dass ich seine Plasma ganz irgendwie mal runtergeschossen kriege. Ah, wunderbar, jetzt fallen sie, jetzt fallen. Einen hat er noch vorne drauf. 2 hat er noch irgendwo. Ich habe bloß nur eine Kanone. Das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht.
Ich ziehe jetzt mal speziell auf seine Plasma-Gun und er könnte mich leider entwaffnen und sogar noch zerstören. Jormkiller 007, leichter Hass habe ich jetzt auf dich. Leichten Hass, wollte ich sagen. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Mein Teamkamerad liegt ja auch bloß sinnlos rum. Das ist auch der letzte von uns, alles klar. Escape. Raus aus dem Spiel. Naja, was soll's, wir wurden jetzt zwar leider noch zerstört aufgrund eines sehr, sehr dummen Zufalls, aber 1181 Credit Points und 14 Tech Points, ja, das spricht doch für sich, das ist doch wunderbar. Reparieren wir unseren Panorama mal kurz wieder und dann geht's auch direkt weiter in den nächsten Kampf. Ich hoffe, der läuft genauso gut wie der letztere jetzt. Oder vielleicht noch etwas besser, indem wir nämlich nicht zerstört werden und gewinnen. Gucken wir da einfach mal. Karte ist wieder der Mars, das freut mich. Gott sei Dank keine Eiswelt. Rutschen geht mir voll auf den Sack. Oh, immer dieses ewige Warten, dieses Runtergezähle. Nerv, ey. So, geht er. Feuer frei. Gut, ich fahre jetzt einfach mal hier von der Minimap aus gesehen rechts runter. Ich frage mich jetzt, warum ist eigentlich einer von uns so weit vorne gestartet? Wie geht denn das? Wieso startet der hier direkt auf dem Berg? Da sehe ich auch schon überall das Plasma fliegen. Da hinten ist noch ein Gegner. Ich konnte ihn jetzt sogar mal treffen, wo ich nur sinnlos reingeschossen habe. Gut, stellen wir uns mal hier auf die Sniper-Position. Da gucke ich doch mal, was ich mit meinen SMGs hier alles so bewältigen kann. Vielleicht kann ich ja hier wirklich irgendwas wegsnipern. Oh, das sind ganz schön viele. Die treffen sich echt alle Mann da in der Mitte. Wenn die mitkriegen, dass ich hier oben stehe, dann kriege ich sie richtig mit dem Plasma-Kanone mit den Rails besorgt. Da kann ich ganz stark von ausgehen. Ja, ein paar Treffer könnte ich bis jetzt landen, aber die Welt ist das jetzt nicht wirklich, was ich von hier oben mache. Ich denke mal, so viele Punkte wird es da nicht geben. Oh doch, einen habe ich jetzt schon. Ein Kill ist drin. Versuchen wir mal den zu erwischen. Da müssen wir ein bisschen vorhalten. Das ist ja doch eine ganz schön hohe Entfernung, die wir hier haben. So, wer ist er hier vorne? Schießen wir doch einfach mal drauf. Ah, komm Junge, verrecke. Hau nicht ab, hau nicht ab. Ich brauch doch Punkte, Mensch. Oh, 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 jetzt stehe ich unter Beschuss. Jetzt hat mich hier einer gescoutet. Das war allerdings kein besonderer Treffer, den er da landen könnte. Zieh einfach mal rüber auf ihn. Ich glaube, der steht da unten. Ah, nee. Komm ich nicht wirklich rein. Okay, scheiß drauf. Kreuzivo, Kamikaze-Style, runter den Berg und rein in den Kampf. Stehen tut mein Roboter, Gott sei Dank noch. Ah, da haben wir einen Gegner. Er traut sich, er traut sich. Komm her, Junge, dich weißt du richtig schön mies auseinandernehmen. Ja, das hast du davon. Das legst du dich auch mit dem heute hier ein. So, gucken wir mal weiter. Keine potenziellen Opfer hier mehr auf dem Schlachtfeld. Zwei Kills haben wir drin. Da oben haben wir jetzt einen Satelliten. Na, den hole ich mir doch noch. Du Schwein. Ah, verdammt. Das war trotzdem leider nicht mein Punkt. Schade, schade, schade eigentlich. Ich glaube, den hat der Jama noch irgendwas so abgeräumt. Aber gucken wir doch mal, was die Runde gebracht hat. Na, was haben wir? 2 Kills, 4 Assists, 1300 Credits und 13 Tech Points. Ja, das ist doch geil. Da schlägt doch das Robi-Herz höher. Kaum Reparaturkosten. Wunderbar. Damit haben wir auch schon über 3000 Credits drin. Jetzt überlege ich gerade, mit den 3000 Credits könnte ich jetzt eigentlich versuchen, mir hier jetzt auch noch den zusätzlichen Schutz für meine SMGs zu bauen. Das heißt, wir stellen hier nochmal so eine kleine Treppe runter. Kaufen uns also 6 Blöcke, die wir jetzt so lang hier hinstellen. Einen hier oben drauf. Und dann legen wir da Prismas runter. Dafür reicht das Geld definitiv. Gehen wir mal unseren kleinen Klöppelschöppe. So, 6 von denen brauche ich. Und 4 von denen. So, kaufen. Ich hoffe jetzt auch mal, dass wenn ich das jetzt hier aufsetze, dass ich damit nicht ins Tier 4 springe. Ich will derzeit noch nicht ins Tier 4. Da ist mein Ruby einfach noch nicht bereit für. Aber sieht auch nicht so aus, als ob wir... Doch, wir sind ins Tier 4 reingesprungen dadurch. Verdammte Scheiße. Sofort wieder abgebaut, den Mist. Ich will hier noch nicht ins Tier 4. Kann ich zumindest einen Block hier direkt vorsetzen? Einer geht. Zwei geht. Nee, verdammt. Wir können noch nicht mal mehr einen einzigen Block setzen, ohne ins T4 zu springen. Ist natürlich eine böse Sache. Ist natürlich echt eine böse Sache. Ich hätte mir jetzt gerne hier noch den zusätzlichen Schutz angebaut, damit meine SMGs hier oben nicht so schnell krachen gehen.
Allerdings, das Spiel gönnt es mir nicht. Und wenn ich so ins T4 gehe, dann werde ich einfach mal verhauen. Von daher, scheiß drauf, wir müssen weiterzocken. Auf in die vierte Runde mit Porno Robo 2.0. Bis jetzt läuft da einfach mal nur richtig, richtig Porno. Ich liebe das Teil. Du geiles Gerät. So, warum muss ich jetzt hier so lange warten? 5700 Leute sind online und ich stehe hier 12 Sekunden in der Warteschleife oder was? Ich glaube, ich spinne, ey. So, mein rechtmäßigen Platz in der Rangliste habe ich schon mal eingenommen. Gleich auf Platz 1. Ja, scheiße. Ich werde schon wieder arrogant. Arrogant? Übermütig. Arrogant? Wie komme ich eigentlich auf arrogant? Naja, scheißegal. Die Runde startet. Ich bin voller Energie, ich bin voller Glücksgefühle, dass mein Porno-Robo hier gleich wieder richtig durchrockt. Fahren wir einfach mal hier von der Minimap aus gesehen rechts unten lang. Ich glaube, einer von meinem Team fährt mit mir, genau. Dann werde ich mal versuchen, hier hochzufahren und ein bisschen zu snipen. Hauptsache, ich werde den hier von hinten nicht erwischt, ey. Bis da wieder einer durch den Canyon durchkommt und mir dann knallhart hier hinten mein Jump-Modul und mein Popöchen wegschießt. Das wäre gar nicht so pompös. So, gucken wir mal. Sehen wir irgendwas? Da unten ist einer. Ja, da hinten, aber komme ich leider im Zoom-Modus nicht ran. Na, Mensch, Junge, lenk doch mal nicht immer gleich so weit. Ui, Sprauner. So, jetzt über die Brücke rüber und dann gehen wir doch direkt in den Nahkampf rein. Das sieht gut aus. Ich komme schön alleine. Den ersten haben wir gleich mal die Klippe runtergeschmissen. Der zweite sieht aus wie so ein fahrender Zauberwürfel. Den machen wir fertig, den hole ich mir. Jawohl, da ist er im Arsch. Jetzt habe ich 11% Schaden von rechts gefangen. Da kam das Plasma aber geflogen. Meine Fresse, da müssen wir jetzt aufpassen, das sind Plasma-Roboter hier. Da muss ich definitiv schnell weg. Jetzt versuche ich den mal zu umfahren. Schönes Ding, wir haben ordentlich so Baller. Jetzt muss ich hier raus, ich muss hier einfach raus. Wenn der Typ mich da hinten mit dem Plasma trifft, dann bin ich am Arsch. Genau, schießt auf deine eigenen Typen. Der hat mich mit den SMGs richtig auseinandergenommen. Die haben richtig Schaden gemacht, die Dinger. Ich werde mich jetzt hier definitiv mal verpissen. Das bringt nichts mehr für mich. Jungs, chillig bleiben. Kills habe ich bis jetzt ein. Ja, definitiv ein. So, jetzt sitzt hier irgendwie auf unserer Basis drauf. Ich fahre jetzt auch einfach mal zurück zu unserer Basis. Versuche den da runterzuschießen, wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich hier allerdings nur noch ein Rad und keine Bewaffnung mehr. Ganz klasse, da hinten kommen übelst viele fiese rote Roboter und haben meinen schönen Porno-Robo auseinandergenommen. Ihr Schweine. Na okay, was soll's, man kann nicht immer Glück haben. Verlassen wir einfach mal das Spiel. Haben wir irgendwas gekonnt? Ein Kill, ein Assist, zwei Scouts. Ja, immer noch 786 Credits, ne? Das ist doch nicht verkehrt. 2346 Credits haben wir mittlerweile schon mal wieder zusammen. Gucken wir noch mal kurz in den Tech-Tree rein. Was könnte man hier noch entwickeln? Unsere Tier 3 Tech-Points, was lassen die uns noch frei? Ich bräuchte unbedingt diesen Trust auch irgendwann mal. Deswegen entwickle ich das Scheißding jetzt einfach mal. Und den T4 kann ich mit 23 Tech-Points dann auch freischalten. Mache ich natürlich sofort. Und ansonsten, diesen Radar-Jammer, den habe ich ja auch noch. Ich glaube, den habe ich sogar schon gekauft. Da muss ich mal in mein Inventar reingucken. Spezial. Nee, gekauft habe ich den noch nicht. Aber im Shop ist er verfügbar für 567 Credits. Damit können wir den Radar der Gegner stören. Dann sehen die uns nicht so schnell. Ich denke mal, den werde ich demnächst auch nochmal einbauen. Das ist gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, mit dem Anbauen müssen wir ja derzeitig vorsichtig sein. Wir kratzen an der Grenze zu T4. Das ist leider schade. Deswegen kann ich jetzt nicht so hundertprozentig schnell fertig bauen. Muss auch ziemlich viel Geld zusammensparen. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier mal wieder einen kleinen Cut. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao!